Guten Morgen, liebe Karnevalsfreunde. Heute am 11.11. in ein paar Minuten geht los mit Hoppedis Erwachen. Nach lange, lange Schlafzeit werden wir den Hoppedis so richtig mal schütteln, um ihn wieder mal aus dem Schlaf zu erwecken. Ich hoffe, dass Sie gleich sehr viel Spaß haben. Sonne ist da, warm, also wunderbar, passend zum Karnevalsbeginn. Und heute darf ich schon sagen, Düsseldorf, hello! Ja, was denn? Zweimal bin ich erwacht und dann fiel Karneval aus. Da dachte ich, ihr bleibt direkt zu Hause. Und warte mal ab, was die Pflaumen... Achso, nee, Entschuldigung, warte. Und warte, wann der Laumen ganz frei auch dieses Mal sagt, Karneval ist vorbei.
Doch dann habe ich dem Senftopf mit neugierigem Wesen aus Stuttgart die Meldung in der Presse gelesen, dass im Rathaus auf dem Herrenmokus hängt jetzt parat für Transgender ein Tamponautomat. Na, da dachte ich, guck mal, ja, da können wir ruhig lachen, ob wir so eine Blödsinn auch in Düsseldorf machen. Aber ich sag euch, hier ist es viel lecker und ich komm schon in Rage. Kommst du hier in das Rathaus, direkt am Eingang, so ein Schild, OB, zweite Etage. Ja, Leute, ich weiß, der Gag ist was flach, aber er sei gestattet. Den habe ich gemacht, damit ihr wenigstens einmal in der Regel auch heute was zu lachen hattet. Denn was gerade so in der Welt sich so tut, ist wenig zu lachen. Und wohl anderen mit Mut, da rufen wir aus, noch einmal eben zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Wir feiern das Leben. Ja, jetzt bin ich gespannt auf diese Session. Ja, nächste Woche, da küren wir schon ein Prinzenpaar. So wird uns gefällt. Das man vor 2 Jahren im Autokino hat vorgestellt und seither waren die, wie es auch sei, auf fast jeder Katzenhochzeit dabei. Die hatten bis jetzt mehr Auftritte, hörte ich schon, als demnächst mit Pumpmucks in der Session. Weil Altenheime haben Angst prompt, dass nicht nur Dirk der Zweite, sondern auch Corona der Dritte noch kommt. Erst Corona und dann setzte der Arsch von Putin als Weiber seine Truppen in Marsch. Und wer weiß denn, was da sonst noch passiert, damit die Stadt wieder unseren Zoch einkassiert. Wobei, ich sag mal hier ganz verwegen, wir sind ja Weltmeister im Rosenmontagszug verlegen. Jetzt müsst ihr mir ganz kurz helfen. Ich muss mir was merken und ich weiß nicht, ob ich es bis zum Ende der Rede schaffe. Ich werde euch zwischendurch immer erinnern. Ihr müsst auch nur 2 Wörter merken. Blaue Tür. Können wir das ganz kurz mal üben? Was muss ich mir merken? Wunderbar. Ja, wir sind ja Weltmeister im Rosenmontagszug verlegen. Aber wenn es Anfang Mai nicht passen tut, wird nochmal verschoben, ist Ende Mai genauso gut. Auch Anfang Juni tät noch passen. Die Kölsche können es nicht fassen und kündigen die Freundschaft uns benommen. Ja gut, hätte auch was Schlimmeres, ne, können kommen. Bloß absagen tun wir nicht mehr wie letzte Session. Lieber trecken wir von Leichnam direkt nach der Prozession. Erst geht der Pastor, dann die Kinder mit der Schelle und dann geht der Prinz und schmisst den Kamelle. Ja, dann nennt man Joint Venture und praktisch eben Hauptsache Zoch, denn wir feiern das Leben. Was war es? Was soll ich mir merken? So manches, sag ich, unerbittlich, ist sicherlich nicht appetitlich. Zum Beispiel, wenn es dir widerfährt, dann eine Hühnersuppe gärt. Das riecht streng und macht blub, blub, wie gerade im Venetien-Club.
Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich beim Venezia-Club auf Hühner komme. Die sind sich doch, die Funken sprühen, obwohl sie pink sind. Bratmille so grün. Seit Jahren gibt's dort immer Streit, mal Zickenalarm, mal Stutenbissigkeit. Und wenn's dann kracht in deren Haus, treten sie in Gruppen aus. Ja, Frauen, ne? Gender, ne? Gruppen austreten, ja. Noch dieses Jahr man eruiert, ob man sich selber liquidiert. Nach 20 Jahren Venetien tun, wäre Schluss mit Emanzipation. Zu einer Meinung ich mich hier befleiße, ach Mädels, ich fett hat echt Lech. Ja Moment, ich habe die Reimform geändert. Ach Mädels, ich fänd das echt schlecht, wenn man die Brocken da jetzt schmeiße, wird es der Sache nicht gerecht. Ja, wunderlich primitiv, ja. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Am Ende des Tunnels pink ich sie. Ich sag euch Leute ganz in echt, ich ändere einfach meine Schlecht. Das geht ja jetzt einmal im Jahr, dann werde ich schnell Venezia. Wie die Jungfrau auf die Schnelle, quasi so als wie es in Kölle. Und danach schieb ich so dann euren Club von hinten an. Hab als Präsident in mich entpuppt. Was meint ihr, was der Laden fluppt? Der war cool. Oh, steh als Frau dann meinen Mann, Problem gelöst durch Genderwahn. Wisst ihr noch vor Jahren? Nee, brachte Elbers uns den ESC, der hat gekostet Millionen, doch tat sich an End, ja dann doch lohnen, die Kohle floss gar irgendwie zurück, samt viel Publicity. Dann kam der Geisel und schlug vor, wir starten einfach mal die Tour de France in dieser Stadt und wieder kostete das satt Millionen, die wenn resümiert, ganz gut waren doch letzten Endes investiert. Ja, wen wundert da, dass unser Keller möchte höher, weiter, größer, schneller. Hier ein Event in dieser Stadt, das so richtig sich gewaschen hat. Wo richtig rumst und wie so geht, wo Düsseldorf ganz vorne steht mit Außenwirkung dann per se. Dreimal so viel wie ESC, mit Spaß für alle ganz gewiss, wo die Tour dagegen ein Fliegenschiss, ein Event wie Olympia, nur nicht so ranzig. Und Leute, es soll kommen, schon 27 aus der Stadtkasse gesponsert, auf einen Schlag, dafür kriegen wir den Evangelium. Evangelischen Kirchentag! Ja, Freunde, wow! Das nenne ich ein Clou, ja! Das ist wie ein schlechter Film. 5,8 Millionen für ein Halleluja! Ich muss mal ganz kurz. Ich sag mal so, auch wenn es mir schadet, ihr habt ja wohl zu heiß gebadet.
Wenn die wollen mit dem Kirchendach prahlen, dann lasst sie den Driss doch selber bezahlen. Trennt Staat, Stadt und Kirche und steckt die Kohle dahin, wo was für Bürger bringt, mit Zweck und mit Sinn. Schaut euch in Schulen einmal um. Na, da ist für nichts was Not tut Geld da. Da wird eben, wo es geht, gepflegt, nicht investiert, bloß rumgestrickt. Und das Geld wäre auch, und das ist jetzt echt nicht zum Lachen, besser angelegt, um unsere Altstadt wieder sicher zu machen. Da braucht's wohl eine dickere Krampe als am Rhein, so eine Wunderlampe, die dann heller als der Rest die Messer besser blitzen lässt. Nee, Spaß beiseite, Keller. Zum dritten Mal schon treffe ich dich jetzt zum Beginn der Session als unser OB und ich sag mal gerührt, du hast noch nie einen Prinzen gekürt. Noch nie bei der Fernsehsitzung in die Kamera gelacht und dich im Kostüm dort zum Affen gemacht. Noch nie als OB eine Venezia gebützt. Die Ehrengarde hat dich noch niemals beschützt. 1000 Sitzungen hier für Lau in der ersten Reihe gemacht und 1000 Mal über denselben Witz gelacht. Wurdest nie von den Möhlen im Rathaus beschnitten. All das, ich sag's auf Englisch, ist all beschnitten. Das hätte ich ja eigentlich gedacht, das macht Tönne. Ich muss noch mal ganz kommen. Nee, alles klar. Doch diesmal sah es wirklich so aus, als kämpfst du jetzt endlich mal ganz groß heraus. Nächste Woche schon, da wirst du das spüren. Da darfst du Prinz Warte ab den dritten führen. Und dazu die USA. Hä? Jürgen. Nee, warte mal, dazu die. Nee! Die Rosa machst du zur Venezia, dann hast du was Eigenes, sag ich mal, galant und musst nicht immer nur einweihen, was der Geisel geplant. Muss nicht gedenken oder trauern. Nee, du darfst richtig lachen. Das öffnet den Kopf für mancherlei Sachen, die dann alles da gewesene poppen und ich kann dich nächstes Jahr dafür in die Tonnen richtig kloppen. Ja, so wie in Düsseldorf üblich eben, so ist das bei uns hier. Wir feiern das Leben. An was soll ich denken? So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Nun lese ich zu eurer Gunst hier ein Gedicht zur großen Kunst aus Anlass einer Schenkung vor, steht direkt vom Ratinger Tor. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Färftrop oder Dreck? Ist das Sperrmüll oder Dür? Kann da einer jetzt dafür? Was da jetzt steht, da ob der Eck, Südost als Wies von dem Jeck, der mit Knetjummi parat zwei so Männekes gemacht. Die sehen aus wie drühe Prumme, die im Rehe sind gekommen und im Stuhl mit bloß Drehbehn. Ja, was ist da dran denn jetzt schön? Freucht sich mancher in uns Stadt, der mit Kunst et nidde so hat, träum durch mich an ins Schicke, mich statt Dengens zu begicken. Weil doch Kunst, wie man so sät, ja im Auge wohl entsteht vom Betrachter. Da dachte ich bald, da trinkst du echt mal 15 alt.
Ja, ob du schöne Rede mal tecken, yonder hindern zu den Dingen. Und ich denk, wie ich da so stand. Junge, das hättest du auch gekonnt. Bloß hätt ich's der Stadt geschenkt, hätt die Danken abgelehnt. Doch ist vom Lübbotz die verzierte Flönz. Und am Eng auch noch für Ömmesöns. Stehet da zum lang dran laufen, schön muss sich's jeder selber saufen. So, ich muss noch mal ganz kurz, warte mal. Ja. Was soll ich mir merken? Ja, Leute, jetzt muss ich ganz beklommen. Noch schnell zu etwas ganz Seltsamem kommen. Unheimlich, mystisch, zu begreifen wohl kaum. Ein Rätsel und fast so wie in einem Traum. Kaum in Worte zu fassen, aber ich probiere es auf die Schnelle. Fortuna steht gerade auf Platz 6 der Tabelle. Ja, wer hätte das gedacht und ganz ungewohnt, aber das kommt dabei raus, wenn man die richtig tut. Ach, Jungens, ich freue mich, heute Abend schon sind viele Ratschläger im Stadion und feuern euch wie immer so dann gegen Kaisers Kaffee. Nee, warte mal, warte. Jürgen, die hebelt doch ja nicht mehr. Nee, gegen Kaiserslautern an. Zeigt uns, ihr könnt auf euch bäumen. Ach, lasst uns doch wieder vom Aufstieg träumen. Fragt euch gestrebt, ich guck, dass sich kein Klimaaktivist an meinen Monsterpott lehnt. Ja, das Ding ist ein Kunstwerk, zwar nur von Herrn Schmitz, doch das ist egal, denn ganz ohne Witz meinen diese Idioten, sie täten brillieren, wenn sie sich irgendwo dran pappen und so protestieren. Vorher, da schütten sie und die haben doch eine Macke. Suppe da drüber oder irgendeine andere Kacke Flüssigkeit und kleben sich anschließend, wie ich das sehe, an Bilders, an Dinos oder einen BMW. Lass die doch da hocken, aus meiner Sicht, so angeklebt. Ihr beachtet sie nicht, erleben sie so durch dieserlei Handel ihren ganz persönlichen Klimawandel. Denn irgendwann, da müssen die müssen. Und haben sich dann angeklebt in die Buchs geschissen. Auf Straßen, da kleben sie sich so dann am Boden auf der Fahrbahn an und meinen tatsächlich den Gedanken, sie hegen, sie könnten damit am Ende was bewegen. Doch statt zu bewegen, verhindern sie nur die rettende Fahrt, die freie Spur von Feuerwehr und Rettungswagen. Ich sag euch hier, ihr blöden Plagen, es könnte auch eure Mutter sein, ganz fromm, die so nicht schnell genug ins Krankenhaus kommt. Und ihr findet den Gag sicher gar nicht dann prima, wenn einer dann sagt, sie fiel für den Kampf ums Klima. Macht's doch so, wie wir machen, baut einen Wagen für den Zug. Fahrt fürs Düsseldorf damit und da kriegt ihr genug an Aufmerksamkeit in Zeitung, Netz und Fernsehen eben. Das ist Aktionismus, like Tilly, und feiert das Leben. Soll ich mir merken? Schaut mal nach Berlin einmal, da denkst du doch, die sind nicht normal. Kein Wunder, sag ich mal, ach, das liegt an Karl Klabauterbach.
der will das Kiffen legalisieren, da lässt er scheinbar mal probieren, das Kabinett und macht daraus, das ist doch Puppe, einfach so eine Selbsterfahrungsgruppe. Lässt die Minister, ach wie schön, täglich an den Dübel ziehen, als Feldversuch in seiner Güte, tut jedem was in seine Tüte und nennt, was rauskommt mit Geschick, am Ende dann deutsche Politik. Ja, ihr Lieben, eigentlich hatte ich auch vor, mich noch mal fortzubilden und ich wollte Chinesisch lernen. Aber da hat man mir durch die Blume gesagt, wenn der Hauptmann jetzt Chinesisch spricht, könnte das kulturelle Aneignung sein. Und da wollte ich, in die Ecke wollte ich mich ja nicht reinstellen lassen, deswegen tut es mir leid, die folgenden Zeilen versuche ich mit meinem Brocken Schulchinesisch. Herr Scholz fällt zu Herrn Xi Jinping, Herr Xi Jinping, Herr Scholz empfing. Herr Scholz hat Geschenk mitgebracht, Herr Xi Jinping voll Freude lacht. Herr Scholz gesagt, ja, Ching Chong Chang, Hamburger Hafen kannst du haben. Darauf sagen dann Herr Ching Chong Cheng, Hamburger Hafen, jetzt mein Ding. Weil Scholz entschieden, so wie er, nach Ping-Pong-Splash, autoritär. Geschäfte machen Scholz und Xi, genau wie bei Monopoly. Bald machen dann Herr Xi Jinping noch Flughafen, da auch sind Ding. Noch Bahnhof obendrauf getan, dann kaufen noch die Lippelbahn. Und weil es gibt nichts Schlossallee, dann China kaufen Elbchaussee. Herr Scholz, dann machen die Cum-Ex, hab Amnesie und weiß von nix. Hamburger ganzes Wesien ist weg, weil dann Chinesien. Und die Moral von der Geschichte, Herr Scholz, nichts taugt für Kanzler nicht. Ja, ihr Lieben, ich zum Ende komme und hab da ein paar Wünsche. Fromme. Ich wünsche mir auf jeden Fall Corona-frei den Karneval. Ich wünsche mir Winnetou zu sehen, als Cowboy zu einer Sitzung gehen, ohne dass man mir dann sagt, ich eigne mir da irgendwas an. Und weiße Leute mit Rasterköpfen und schwarze dann mit blonden Zöpfen, wohl nach dem Motto also dann, erlaubt ist, was man tragen kann, ein jeder sich dran amüsiert und keiner fühlt sich diskriminiert. Ich wünsche mir ganz volle Säle mit Jecken, die schon ob der Stühle, die feiern und vor allen Dingen die Düssel-Songs und Laila singen. Ich wünsche mir bei lauen Wintern bezahlbar einen warmen Hintern. Glänzende Kinderaugen will ich sehen, wenn sie auf die Eisbahn gehen. Dann im Iran, Kopftücher keine, Frieden endlich der Ukraine und Putin vor dem Tribunal. Von Zoten frei, der Karneval, mit Stimmung pur in jedem Haus und von euch hier einen Schlussapplaus. Und lasset die Kellner niemals erlahmen, bis Aschermittwoch in Ewigkeit. Amen. Ja, auf diese Session, ja, ich mich trau, ein Dreifach Düsseldorf. Helau, CC, Prinz Dirk der Zweite und Osa. Und einmal ob mich, der Hoppeditz. Liebe Hoppeditz.
Ich möchte nicht viel vorwegnehmen, aber eins möchte ich sagen. Liebe Karnevalisten, das macht das Haus ja nicht gelaufen. Das heißt in der Suppe zur Eröffnung unserer Landesmission. Die Rede unseres Rockwellings. Und dann, Die Düsseldorfer Jagdarmee seit gestern vor Problemen steht, denn in der Altstadt herrscht mit Not generelles Waffenverbot. Aus stehen die Kerle da mit die Bombe, die ihr bestes Stück wurde weggenommen. Das zweite Beste. Jetzt stehen sie da und das ist Fakt, ohne Säbel, ohne Degen, quasi nackt. Damit ist man sucht den Sinn, die ganze Pracht der Kerle hinweg. Ist das, was ich so liebe, stehen da rum, wo wir besiegen. Was bloß tun, nur nicht verzahlen, einfach mal den Hobby fragen. Und er sagt euch, zack, 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 wir holen den Knüppel aus dem Sack. Mit denen ihr ab jetzt gestreitet und ich hab da mal was vorbereitet. So ein Ding, für den ihr wisst, der schon mal die Kleidsamme ist. Und der Präsident ganz hübsch gibt so eine schöne Lokusbürsch. Und trotz dieses Scheißbefehls haben wir trotzdem stolze Gags. Es spricht für uns der erste Bürger unserer Stadt, unser Oberbürgermeister, Dr. Stefan Keller, mit seiner Gegenrede. Hey, Hoppelitz! Ich freue mich schon, endlich bist du wach. Im Grunde geht der Karneval, da bist du ja vom Fach. Doch Düsseldorf ist mein Metier. Ich mache das jetzt 2 Jahre. Wenn alles wäre, wie du sagst, hätte ich schon graue Haare. Für 1 Jahr Strafe im Hoffmann-Pass war das schon ganz okay. Und jetzt verrate ich dir mal, wie ich das hier so sehe. Natürlich kommt der Kirchentag in unsere schöne Stadt. Doch was du noch vergessen hast, mit mehr als nur einem Last. Die MTV Musik Awards mit Stars aus aller Welt. Die holt dich nach Düsseldorf, was allen gut gefällt. Dann kommen die Invictus Games, Fritz Harry und auch Megan. Für unser Ansehen in der Welt ist das ja wohl ein Segen. Und auch der Fußball wird ein Fest, bis spätestens 2 Jahren. Denn dann kommt die EM zu uns, hast du das nicht erfahren? Wahrscheinlich ist dein Hostelpass noch nicht gut transformiert. Künftig bekommst auch du 5G, dann bist du informiert. Im Schulbau sind wir wirklich gut, da lasse ich mir nichts sagen. Denn allein das Geld ist das kein Grund zu fragen. Wir investieren hier viel Geld und zwar völlig zu Recht. In einer Stadt mit alten Schulen, die wäre wirklich schlecht. Zur Zukunft des Genetien-Clubs habe ich eine Idee, die besser ist und fortschrittlich, weil ich das nicht so sehe. Die Genetien und du, das passt ja null und nichtig. Doch bei den Jungs an den Tischen, da werden sie wohl richtig.
die Jungs von Venetien. Die Jungs von Venetien, das wäre doch ein Anfang und könnte sich ja überall in unserer Stadt viel anfangen. Ich habe noch einen weiteren Punkt, so aktuell wie nie. Denn eine Sache ist fatal und es fehlt die Energie. Nicht in der Stadtverwaltung, denn hier sind wir motiviert. Und deshalb sorgen wir, dass bei uns niemand friert. Und dass es auch genug Strom gibt für alle in der Stadt. Für Düsseldorf verspreche ich euch, der Winter wird schon glatt. Denn unsere Stadt ist krisenfest, sag ich mit Fug und Recht. Wer denkt, dass wir nicht alles schaffen, der geht uns wirklich schlecht. Wenn in der Welt ein Krieg ausbricht und Städte stehen in Flammen, dann sorgen wir für Flüchtlinge und halten fest zusammen. Wir schauen, was den anderen fehlt und sammeln es hier ein. Und bringen es ins Kriegsgebiet, genauso muss es sein. So wissen Sie in Tschernowitz, auf uns, da ist Verlass. Wir leben Solidarität und trotzen Krieg und Hass. Wir stehen für die anderen ein in allen Lebenslagen. Darauf bin ich unglaublich stolz, das muss ich jetzt mal sagen. Doch nun ist es an der Zeit zum wieder fröhlich sein, denn jetzt beginnt der Karneval in Düsseldorf am Rhein. Wir haben alle viel geschafft. Das wollen wir zelebrieren, ohne Sorgen, ohne Stress und möglichst ohne Viren. Ich hoffe mal, in der Session läuft endlich alles glatt. Und alle feiern friedlich hier in unserer schönen Stadt. So, Hobbits, du merkst es schon, ich komme gleich zum Schluss. Zum Schluss der Rede, nicht vom Amt. Ich bin grad nun im Fluss. Kirchentag in 27, bis dahin ist es noch lang. Dass ich dann noch im Rathaus bin, darum ist mir nicht bang. Doch ob du noch im Mosmer sitzt, das werden wir mal sehen. Beim OSG sich stellenfrei, dahin kannst du dann gehen. Wir sorgen dann gemeinsam hier für Ordnung und für Recht. So engagiert wie du ja bist, wird das sicherlich schlecht. Doch heute feiern wir erstmal, deshalb komm gerne rauf. Wenn du mir jetzt entgegenkommst, mach ich hier unten auf. Und hier hast du die beste Sicht auf all das bunte Treiben. Und wenn du dich dann nett benimmst, darfst du auch bei mir bleiben. Wir haben jetzt zusammen Spaß, ob Mann, divers, ob Frau. Ich wünsche euch eine tolle Zeit in Düsseldorf. Genau! Ja, wo muss ich denn hin? Blaue Tür! Jetzt haben wir blaue Tür! Nein, aber liebe Freunde, ich habe den einen oder anderen Programmleiter gesehen im Verein hier. Lieber Thomas, das ist dieser lieber Stefan, mit einer, ja, man wünscht sich, der bringt das immer wieder ein. Ja, das ist ein bisschen von dem Namen, das ist doch mal so, aber das wird in der Zunge stehen, dafür bin ich auch fertig. Nein, lieber Stefan, also der einfach mal Programm ist weiter hier anders, dann noch geschrieben, weil deine Freundeskamera, deine Lücken, die du gerade gehalten hast, deine Kaufe, was für ein wunderbares Gegenrede. Und die eine oder andere Sache, die du gestanden hast, fand ich ganz toll gemacht. Und vor allem, das liebe Düsseldorfer, du sagst uns auch, dass irgendwie das, was die Leute hören wollen. Nämlich, dass die Stadt Düsseldorf eine blühende Stadt ist, dass da alle offen sind, dass der Mund der offen sind und vor allem, dass wir gut kommen sind. Das ist eine schöne Sache. Und auch unser Oberbürgermeister aus der Rede, aus der ersten, sag ich mal, die Mädchen, die er gehalten hat. Auch unser Stefan Keller, ein Alpha. Düsseldorf! Unser Stefan Keller! Düsseldorf! Und man möge mit den anderen Namen was sein, Entschuldigung nochmal. Mit dem Sinne, nur den Hauptbericht nach oben und ich, dass die Kapelle wirklich keiner nicht gespielt.
lieben, das sind besondere Grüße an Düsseldorf TV, Düsseldorf Aktuell und die Düsseldorf im Allgemeinen. Ich wünsche mir, es hat euch gefallen, was wir heute wieder dargeboten haben. Auf jeden Fall hatte ich eine Menge Bock. Ich habe Bock auch auf die nächsten Wochen und Monate und wünsche euch eine gute Zeit. Wir feiern das Leben und ihr seid dabei. Ja, liebe Freunde des Düsseldorfer Karnevals, heute ist der 11.11. Wir sind nicht im Sonnenschein, haben wir die Session eröffnet. Die schönste Jahreszeit Düsseldorf zu bieten hat, nämlich unseren wunderbaren Karneval. Und ich hoffe, dass wir Aschermittwoch sagen können, dass wir eine Session gefeiert haben, so wie wir sie vor Corona hatten, nämlich mit allem, was dazugehört, mit viel Spaß, viel Freude und vor allen Dingen eins, viel Herzblut. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß bis Aschermittwoch, aber heute feiern wir erst noch den 11.11. Und wir sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, viel Spaß noch, Dankeschön. Es ist wunderbar, dass heute wieder so tolle Stimmung auf dem Marktplatz und hier im Rathaus ist. Ein toller Sessionsauftakt bei herrlichem Wetter. Und ich freue mich, dass die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wieder Karneval feiern und hoffe, dass die ganze Session so toll wird wie der Auftakt. Also feiert alle gut. Auch wenn es schwierige Zeiten sind, müssen wir Karneval feiern. Das ist wichtig und ein Zeichen der Hoffnung und des Optimismus. Also eine tolle Session 2022, 2023. Liebe Düsseldorfer, heute geht's los. Endlich dürfen wir feiern. Das Motto ausfüllen, wir feiern das Leben. Darauf ein Helau. Jetzt spricht die Venetia. Liebe Düsseldorfer, liebe Jäckinnen und Jäcke, wir feiern das Leben. Und dieses Jahr feiern wir auch wieder den Karneval. Feiern alle mit. Und wir haben eine fantastische Session. Lieben, ich grüße Düsseldorf. Karneval ist wieder an Bord. Session 2022, Session 2022. Hoffentlich hat heute wieder eine super schöne Rede. Die Session eröffnet und ich bin stolz darauf. Unser Oberbürgermeister hat sauber pariert, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt freuen wir uns auf eine gemeinsame Session hier in Düsseldorf. Einmal Düsseldorf! Hello! Düsseldorf! Hello! Auf den Hoffentlich! Hello!